Jo, halt zurück zu Days Gone. Ich bin hier im Moment noch beim. Ja. Beim. Wie heißt es denn? Irgendwas mit Lake Camp oder beziehungsweise bei Iron Mike. Quatsch aber erstmal mit Ricky hier. Ich hoffe, die ist hier. Ja, da vorne. Müsste mein Bike ein bisschen auftanken und so weiter und so fort. Aber. Erstmal Quatsch. Tudok ist zurück. Was? Mhm. Wo? Wo zum Teufel ist er? Er ist weg, als er mich sah. Jeremy folgte ihm. Schon klar. Ich wollte das nicht. Scheiße, wohin, Ricky? Jeremy fuhr ihm bis zum alten Sägewerk nach. Tudok scheint sich im verlassenen Nero-Lager zu verstecken. Okay, ich kümmere mich um ihn. Ich will, dass du sein Messer herbringst. Warte, du willst Beweise? Okay, scheiße. Dann schön, wie du meinst. Lass ihn nicht entkommen, Deke. Wer weiß, wie viele Leichen da draußen liegen. Ja, ich mache das. Okay, also neuer Auftrag. Schön, dich zu sehen. Buzz, wie ist das Camperleben? Mach mal voll, danke. Ja, genau so sieht's aus. Alles klar. So, lass uns mal kurz gucken. Scareware das Ding oder das Ding hier? Sägewerk. Das Sägewerk ist gefährlich, ne? Ich bin am Sägewerk. Ich verfolge ihn. Sei vorsichtig, Deacon. Denk dran, da ist... Eine riesige verdammte Horde? Ja, ja, ich werde dran denken. So ist es. Die ist danke, hier irgendwo. Deacon Ende. Wo ist denn die verdammte Horde? Weil die ist eigentlich immer da hinten. Ich sehe sie nicht. So, wo ist das Vögelchen? Ich glaube, ich muss mal eben kurz die Quest markieren, oder? Eigentlich direkt am Bike. Mal zurück. Aha, rein hier. Was hat das denn gemacht? Geheimer Geheimgang. Aha. Okay, muss man wissen. Oh. Komm schon, du Scheißkerl. Tudok! Du kannst nicht entkommen, Bruder! Nicht so laut. Ey, summt, ist das so ein Kreischer, oder? Aber wo? Könnte nützlich sein. Glaube ich auch. So, wo ist der Kreischer? So, wo ist der Kollege jetzt?
Summt auch keiner mehr. Cool zu wissen, sowas geht. Okay. Komme ich dann wieder zurück? Ja. Wo ist der Kollege? Tudok hier drin oder was? Kann man mal gucken. Scheiße. Jetzt müssen wir hier mal raus. Sonst wird es nämlich richtig gefährlich. Oder? Hat die das nicht geschafft oder was? Ein bisschen rumquietschen, das hat nicht gereicht. Wo ist denn das, wo man hier raus kann? Da. Was ist mit der Horde? Gar nichts. Ich weiß aber auch nicht, wo die ist. Tudok, wo ist der Typ? Oh. Hm. Alter, jetzt heißt es aber weglaufen. Das sind nur ein paar. Da draufgegangen ist er noch nicht. Irgendeiner hinterher? Nö. Wo ist der gute Tudok? Das ist die große Frage. Oh. Sackgasse. Ein kleines Rohr. Also Tudok war doch eben noch hier in der Scheune.
Ah, dahin geht's auch raus. Okay. Bleibst du schon stehen? Ah, da ist er. Richtig fette Horde habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. So, aber wir müssen uns ja noch das Messer von ihm da abholen. Das heißt, ein bisschen hier rumhängen müssen wir schauen. Das versteht mal einer. So, das sollte reichen, oder? Kommen hoffentlich nicht mehr, oder? Okay. Okay, das war aber garantiert nicht alles an Horde hier, ne? Ne, mitnichten. Mal ein bisschen gucken. Schadet ja nichts, oder? Das hört sich schon ein bisschen größer an. Alter, das ist sehr viel größer. Ach du Scheiße, komm. Tschüssi. Ab zum Bike. Okay. Und Wiggity Wack. Zurück zu Wiggy. Ja, das würde ich auch so sehen. Macht mal Platz, ihr Vögel.
das glaube ich ja wohl viel, aber ich fahre hier runter. So, dann haben wir es. Geben wir das Messerchen ab, alles gut. Mach das Tor auf, ich kenne ihn. Hier, so ein Klappmesser. Gott sei Dank. Als Joe Haslin hörte, dass er zurück ist, war er außer sich. Ich bin so erleichtert. Ja, okay. Bis bald, Ricky. So, O'Brien wäre schon noch mal interessant, ne? Lass mal eben kurz auftanken. Ich hab gute Sachen heute. Ja, jo. Lass mich raten, du hast Sprit. Du brauchst echt viel Sprit, was? Yep. Auch polieren kann nie schaden. Okay, lass uns mal gucken, wo das ist mit O'Brien. Ups. Wo bin ich hier? Da. Boah, ist das ganz schön weit. Warte mal. Da können wir nicht hin, aber... Tja. Das ist ätzend, müssen wir hinfahren, ne? Oder wir beamen uns hier hin, muss ich auch mal hin. Okay, lass mal rein. Upsi, ich wollte eigentlich einsteigen, aufsteigen natürlich. Hey Deke, kannst du kommen? Jetzt nicht. Ricky, du hast bestimmt wieder einen Job für mich. Okay, ich komme. Dicken Ende. Hey Deke, schön dich zu sehen. Deke, wie geht's dir? Yep. Hat er einen Auftrag oder lief ich was ab? Ich weiß gar nicht. Oh, der hat einen Job. Deke, okay. Oh, das hier wirst du nicht glauben. Ich weiß nicht, Cobb. In den letzten paar Jahren ist ziemlich viel unglaublicher Scheiß passiert. Weißt du noch, die Anarchisten kamen letztes Jahr oder so hier durch, töteten alle, die sie sahen und hinterließen überall diese kleinen Steinhäufchen. Anarchisten? Ja, wir sind schon mal mit ihnen aneinander geraten. Tja, sie sind zurück. Zwei meiner Leute sind auf der Jagd über ihr Camp gestolpert. Nur Bender kam zurück. Sie sagt, es waren Anarchisten. Sie hatten alle das Symbol auf ihr Gesicht gemalt. Oh, Scheiße. Wo ist dieses Camp? Ich markiere es auf der Karte. Finde sie und töte jeden einzelnen von ihnen. Wir haben genug mit den Rippern zu tun. Die Anarchisten haben uns gerade noch gefehlt. Ganz deiner Meinung. Ich finde sie. Okay. Was gibt's denn hier noch zu kaufen? Hey, Damon. Hast du was Neues? Könnte besser aussehen. Wieso? Tank mal. Wie es sich gehört. Und ansonsten ist alles tippi, oder? Leistung, lass mal gucken, ja. Na, wir haben bei ihm fast alles, ne? Das wäre vielleicht noch ein bisschen nicer, das geht auch noch. Ne, wir haben alles. Alles easy peasy. Komm wieder, okay. Wenn du noch was brauchst. Alles klar. So, jetzt war für mich natürlich der Punkt, ich wollte hier hin. Und das schauen wir auch mal. Bike ist hier. Ja. Hey Dick, schön dich zu sehen. Ja, aber wenden kann man bei euch im Lager nicht. So, mach mal bitte auf. Schon dabei. Moment. Sehr gern, danke. Was zum so, Scheiße. Bin noch gekreischt. Ah, schau dich lieber mal um, Dick. War hier nicht, hier war es doch zu Ende, genau. Was? Kann ich da runter? Das ist neu.
Achso, ich kann vorher runter. Hm. Hier, okay. Weiß nicht, ob ich schon mal runtergefahren bin. Oh, Hubschrauber. Moment, ich muss erstmal ein bisschen Erdbeeren sammeln. Oder Blaubeeren, oder was sind das? Keine Ahnung, lass mal ranschleichen. Tja. Also, was ist los? Ich konnte ein paar Leute rekrutieren, die auch nicht so glücklich darüber sind, wie es so läuft. Und warum bin ich hier? Das wollte ich dir geben. Du hattest recht. Mit deiner Frau. Woher hast du das? Als Silver Lake evakuierte, holten sie Neuro-Personal, Regierungsbeamte und... Sarah Irene Whittaker hatte eine Zugangsberechtigung der Klasse 4. Zugangsberechtigung? Deine Frau floh mit einer Aufklärungseinheit, östlich von Fort Rock. Bring mich hin. Nein. Nein? Komm schon, ihr habt Fahrzeuge. Wir sind doch alle Freunde. Die Basis ist weg. Was? Vor einem Jahr. Eine Milizgruppe. Milizgruppe? Wo ist ihr Camp? Wir wissen es nicht. Wie könnt ihr das nicht wissen? Ihr habt Helikopter, ihr habt Satelliten. Irgendwo beim Crater Lake. Man kann da nicht fliegen, okay? Sie haben Außenposten, Raketen, Panzerfäuste. Crater Lake. Was? Crater Lake. Ich wollte dir von unserer Arbeit erzählen. Von den Infizierten, die Freaks. Sie entwickeln sich weiter. So schlecht die Dinge jetzt sind. Es wird noch schlimmer. Das ist interessant, ey. Die könnt ihr doch noch leben. Ich weiß es nicht. Neue Mission voll, okay. Hätte man das da lassen können, oder? Ach, fahr zur Hölle, O'Brien. Mir ist die ganze Scheiße scheißegal. Boozer? Boozman, komm zurück! Ja, Deke. Hey, hör zu, hör mir zu. Als wir vor einem Jahr bei Iron Mike waren, wollten wir nach Süden fahren, aber der Sentient-Pass war gesperrt. Wir kamen nicht durch. Er sagte, dass er noch einen Weg kennt. Deke, Iron Mike, er ist gerade nicht so gut auf uns zu sprechen. Hör mir einfach zu, hör einfach zu. Weißt du noch, was er gesagt hat? Iron Mike? Ja. Er brüstete sich damit, jeden Trampelpfad der Umgebung zu kennen. Er sagte, dass er den Pfad kennt beim Mount Thielsen. Mount Thielsen? Sowas in der Art. Thielsen, ja, genau, das war's, der Thielsen-Pass. Ja, und warum zum Teufel? Warte. Nero? Scheiße, du hast mit... Sie lebt? Sarah lebt? Deke? Okay, hör mir zu. O'Brien, er hat ihren Ausweis gefunden. Ja, ich glaube, sie lebt noch. Deke, das wäre krass. Du hast zuletzt gehofft. Du wusstest es. Du hast nie aufgegeben. Was willst du jetzt machen? Ich weiß nicht, Musa. Ich weiß es nicht, aber... Gott, wenn es nur die geringste Chance gibt, dann muss ich sie finden. Ganz richtig, Aaron. Scheiße, ich muss los. Ricky und Eddie brauchen Hilfe beim Aufstellen. Eines Schranks oder so. Hör zu, wir sehen uns, wenn du zurückkommst. Musa, Ende. Okay. Bis bald, Musa. Wow, Alter, das war ein Bär.
Der ist sauer. Oh, ich muss da rum. Ich könnte ein bisschen Sprit gebrauchen, ne? Sprit, Freunde. Das ist die Tanke hier, hallo. Hier muss doch was zu tun geben. Jakob, ich muss leider sagen, mir gefällt die Scheiße genauso wenig. Nicht wie dir. So, aber jetzt mal unter uns. Wo soll denn hier jetzt der Sprit sein? Ganz tolle Kiste. Deacon, wo 50%. Hey Ricky, ich hab keine Zeit, Mann. Ich muss da noch was erledigen. Und kommst du dann zurück? Ob ich zurückkomme? Was soll das heißen? Boozer hat gesagt. Boozer sagte, hör zu, es gibt überhaupt nichts zu sagen. Man kommt nicht über den Centium Pass, das weißt du. Ja, ich komme zurück. Also, wie gesagt, ich hab was zu erledigen. Deacon, Ende. Wo ist denn Shitty Sprit, Mann? Hinten rum? Kann nicht sein, oder? So, Gollum. Ey, jetzt kann nicht sein, dass ich eine Tanke habe, wo kein Sprit ist. Leute. Hallo? Sonst stehen die hier kanisterweise rum. Wenn ich komme, gibt's hier gar nichts. So, hinter dem Auto vielleicht? Komm. Seid gnädig. Nein. Schweine. Okay, dann eben kein Sprit. Will ich denn hier langfahren? Durch die Matschepampe oder was? Na, er hier, okay. Ist halt so schlechtes Wetter. Hey, da ist jemand am Tor. Na, wer ist das wohl? Surprise, surprise. Wie geht's dir? Kannst du mein Bike heil machen, bitte? Ja, so gut wie neu. Okay, ich tank voll. Okay, sehr gut. Guck ich mal eben. Mhm. Na schön, mal sehen, was der alte Mann will.
Nö. So, das heißt, sprich mit Ricky kann ich ja machen, aber nicht mit dem Kollegen hier sprechen. So, Ricky ist aber hier unten noch, oder? Die schraubt doch bei jedem Wind und Wetter. Was gibt's? Mitchell und ein paar andere waren nordwestlich von hier auf Beutejagd, als Drifter sie angriffen. Sie folgten ihnen zu einem Camp nördlich vom Milagua Lake. Okay, also Mitchell und seine Leute konnten nichts tun? Sie sind keine Drifter, Deke. Mitchell ist noch ein Kind. Ich weiß nicht mehr, ob er schießen kann. Und was zum Teufel machen die dann da draußen? Hör zu, ich brauch dich dafür. Lost Lake braucht dich. Okay, ich kümmere mich drum. Danke, Dick. Alles klar, aber wenn, dann erst beim nächsten Mal. Ich mache jetzt erstmal ein Päuschen. Okay, also bis dann. Ciao.